Der Orba? Ach genau, stimmt. Oh, ihr habt doch nicht. Nicht einmal ihr würdet das tun. Naja, wie ich schon mal sagte, ich hab's in der Nacht davor halt ein bisschen übertrieben, weißt du? Als ich wach wurde, hat mein Schädel gebrummt, deshalb war ich auf dem Weg zum Amethysta. Amethingsta. Aber ihr wisst ja, was dann passiert ist. Und als ich dann allein im Zimmer. Ja, ich weiß, was passiert ist. Tomaten für den Saft. Was? Ja, das waren dann passierte Tomaten. Müller, das ist so bescheuert, das findet niemand lustig, aber ich fand's genial. Ja. Oh Mann, nee, ich fand das gut. Habe ich nicht mit gerechnet. Also irgendwas mit Eichetypen, Ameltypen. Da ist sie mir ins Auge gesprungen, die Flasche, die meine ich. Schauen Sie mal, es ist immer noch ganz blau. Der Orba. Ich dachte mir, dass damit die Kopfschmerzen weggehen, weißt Also habt ihr ihn wahrlich getrunken? Der Saft, der am Ort des Verbrechens gefunden Diesen wurde? Saft, der so schmeckt wie. Orba. Ja, der so schmeckt wie Orba. Mehr muss man dazu nicht sagen. Man muss da jetzt nicht Vergleiche ziehen mit anderen Sachen, die grottenschlecht Nur schmecken. unter Schwarzlicht zu sehen sind. Das war gut. Ja, warum denn nicht? Das ist doch ein Getränk, oder? Was soll man denn sonst mit dem Getränk machen? Brot backen? Ja, das ist richtig. Nein, man trinkt es oder eben nicht. Oder etwa nicht. Ohrbrot. Oh, Brot. Möchtet ihr uns verraten, wo die Flasche jetzt ist? Das ist Steht wahrscheinlich die, die er da dabei hat. da und hält sich gerade so mit den Fingern am Kinn. Wenn ich es mir recht überlege, ich kann mich nicht daran erinnern, sie am Tatort gesehen zu haben. Aber ich habe auch nicht drauf Ich war aber geachtet. da. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach, darauf geachtet. Ich habe verstanden, ich habe dort übernachtet. Ich habe in der Flasche übernachtet. Ich bin ein Genie. Ach Du nein, hast ich. 3 Wünsche frei. Was wünschst du dir? Mehr Wünsche? Das geht nicht. Du hast noch 2 Wünsche. Das ist gemein. Nee, was soll denn das? Nee, Moment, das Diesen waren ja nicht Comic habe ich dir Fragen. geschickt. Habe ich dir diesen Comic damals geschickt? Was? Wo so ein Alien und ein Mensch sich gegenüberstehen und der Alien sagt: Danke, dass du mir bei der Reparatur meines Raumschiffs geholfen hast. Bevor ich in die Weiten des Alls verschwinde, werde ich dir ein Geheimnis des Universums verraten. Du darfst mir genau eine Frage stellen. Und ich darf wirklich alles fragen? Ja, weg ist er. So den Witz haben sie auch gebracht in Dragon Ball Super. Mit drei Habe ich immer noch Wünschen. nicht gesehen. Drei Wünsche, von denen 2 verbraten wurden. Von wegen hier, ey, wie war denn das nochmal? Ach so, was ist der Brustumfang von Bulma? Oder sowas? Was? Ja, Bulma ist mit so einem Typen dahin, also mit so einem Space Ranger. Zu so einem Typen, der alles weiß im Universum. So, also wir gewähren euch 3 Wünsche. Ach nee, Moment. Quatsch. Ja. Nee, der Space Ranger hat einen Wunsch gekriegt und Bulma hat, glaube ich, 3 Wünsche bekommen. Und 2 von denen hat sie halt verbraten. Und einer Hey davon. Einstein, I'm on you. Ja. Das sollte ein bisschen früher weg sein. Okay. Hey Einstein. Okay. Also auf jeden Fall wurde konfisziert, ne? Ja, Ja. sie wurde konfisziert. Wer? Pia Post. Pia Post zu Gericht sagt, bin so gesinnt. Konfisziert? Aber sie ist doch gar nicht in der Gerichtsakte. Nein, damit meinte ich, sie hat diese schlauen Sprüche geschrieben, wenn man immer sagt, konfisziert sagt. Oh, Das war jetzt über zu viele Ecken, das war ganz der war schlecht. wirklich, also Ganz der schlecht. war.
Ganz schlecht. Konfiszien sagt. Konfiszius. Konfiszius. Er war ein Konfesseur. In seinem Gebiet. Ja, wie auch immer. Wie ich schon unlängst erwähnte, die Abteilung für okkulte Verbrechen hat am Ort des Verbrechens die gesamten persönlichen Verbrechen meines Meisters konfisziert. Die auch noch okkult waren. Ja. Oh, cool. Okkult. Oh. Wirklich? Nun, das Gericht befindet, dass die Flasche zur Kenntnis genommen und der Gerichtsakte hinzugefügt wird. Tomatensaftflasche zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay, wurde vor ihm kurz vor seinem Tod gebracht. Ach so. Genau. Tomatensaft. Tomatensaft. Flavored with Dragon Fruit. Das flinst. Ach ja. Ich will immer Grillen drücken, weil ich immer denke, da kommt irgendwie so ein Grillgeräusch. Nein. Das ist zirp, das passt zirp, so zum zirp. Getränk dazu. Ja, ich weiß schon. Die Eule ist da mit drin, die du extra haben wolltest. Weißt du noch? Stimmt, die habe ich ja sogar extra gesucht. Damals. Eule. Hier, dieses meinen wir. Ja, also. Ja, danke. Ich bin in den Wald gegangen, habe eine Eule gesucht und mit einem Mikrofon die Sounds aufgenommen. Genau. Ja, danke. Da stand ich halt und hab mal an der Flasche genippt. Und dann kam dieses Mädel reingeschneit. Jetzt mal Butler bei die Fische. Ich mein Butter bei die Fische. Er hat mich gerufen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was danach passiert ist. Da ist er wohl umgekippt, hm? Oh, vielleicht war da was in der Flasche, dass er umgekippt ist. Aha. Moment, also... Frau Post, übliches Getränk. Brief schreiben, Brief ist bald fertig, nehmt ihn morgen mit. Das war seine Worte. In jener Nacht, das war wohl gegen 1 Uhr. Okay, also die Tomaten... Weißt du, wie spät war die eine Armbanduhr? Hä? Haben die Armbanduhren in Mr. Mr. Levy's schon? Ja, genau. Labyrinth hier? Liefert ihr eigentlich immer so spät aus? Versteht ihr, das war ein Alchemist. Amethyst! Amethysten bekommen immer seltsame Lieferungen. Steine und so. Das ist der Grund. Er bestellte häufig verschiedene Gerätschaften beim Glaser. Oder Steine. Oder jemand sammelte Kräuter für ihn. Oder Steine. Er experimentierte gewöhnlich vor allem nachts. Mit Steinen. Steinen! Ja, deshalb benötigt er häufig Steine mitten in der Nacht. Kam euch Herr de Victoire an diesem Abend irgendwie anders vor als sonst? Ja, steinig! Anders? Lass mich nachdenken! Moment! In der Tat, weil es da... Ja! Moment, was ist mit mir? Hab ich jetzt was rausgezogen? Das Bild ist weg. Warum ist das Bild weg? Was hab ich getan? Ich weiß nicht, das Bild ist weg! Juhu! Und was hat das... Was hat das Bild gesagt? Aber ich will nicht weg! Oh, ich mag den. Aber ich will nicht weg. Ah, in der Tat, ja. In der Tat? In der Tat. So. Ich glaube, das war 3 Tage vorher. Also vorher wird was ableben. Dieser Blitzanschlag. Befragen? Oder lassen? Bist du schon immer Linkshänder? Bist du schon immer Linkshänder? Wie jetzt? Bist du schon immer Linkshänder? Warum fragst du mich das? Was soll das? Weil ich es gerade sehe. Danke, dass dir das auffällt. Wir kennen uns jetzt schon seit... Das klang jetzt wirklich so, als würdest du sagen wollen, wir sind jetzt schon seit 8 Jahren zusammen. Eigentlich sind es 6, oder? 6 und ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, 6,5. Schätze ich mal. 6,5. Wir sind jetzt schon seit 6,5 Jahren zusammen und du hast... Obwohl wir uns sogar... Wir haben sogar...
Zeit miteinander verbracht, so richtig so. Ich war bei dir, du warst bei mir und wir waren da. Ja, aber da waren wir immer besoffen. Das ist gar nicht wahr. Ja, okay. Ich war immer besoffen. Okay, das wusste ich nicht. Gib mal ein Bier, du wirst schon wieder hässlich. Du bist gemein. Nein, auf jeden Fall. Da hat auch kein Bier geholfen. Ich hau dich das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, also ja, ich bin Linkshänder. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Cool. Hey, ich kenne einen echten Linkshänder. Krass. Ich kenne mehrere Linkshänder. Echt? Und nicht, ich weil so ich mit denen... Nein. Ich wusste, dass das kommt. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Und das nicht, weil ich mit denen in einer Selbsthilfegruppe war. Das ist so sondern gut. Immer noch bin. Was sagt man denn da so? Hi, ich bin Tom und ich bin Linkshänder. Hi, Tom. Und dann sagst du, ja, ich habe heute den ganzen Tag versucht, mit der rechten Hand zu schreiben. Danke, Tom. Das ist wirklich sehr inspirierend für alle anderen. Und bitte nur mit der rechten Hand klatschen. Danke, Tom. Marie, nun du. Hallo, ich bin Marie. Ich bin Linkshänderin. Ja, wir können dir da sehr mitfühlen, Marie. Also. Krass. Ja. Ja, was es alles, was es nicht alles gibt. Und ich kaufe bei Ned Flanders ein. Entschuldigung. Miss Erling Tiddly. Aber sag mal, wo bringst du die ganzen Selbsthilfegruppen unter? Auch die anonymen Orbaholiker. Oh. Die sind alle auch noch in Behandlung bei Laborchef Dr. Klenk. In der Tat. Ach ja. Können wir bitte? Solange es hilft. Außerdem bin ich auch noch in einer Selbsthilfegruppe wegen Magnesiummangel. Das hat mich jetzt wie ein Blitz getroffen, das war so laut gerade. Ja. Magnesiummangel. Okay, weiter hier, weiter bitte. Magnesiummangel. Danke, Herr Spencer. Oh, was? Ja, bitte? Vier Fäuste gegen Flamberg. Und Flamberg wird trotzdem gewinnen. Puff mit seiner einen Faust. Hat irgendwas in Frau Posts Aussage eure Aufmerksamkeit erregt? Nein, nicht meine Aufmerksamkeit. No. Mich! Achso, nun ja, vielleicht der Blitzeinschlag. Der fuhr mir durch ja, den ganzen Körper. Herr de Victoire hat sich nach jedem Vorfall auf jeden Fall verändert. Ich frage mich, warum ein Blitz ihn so in Mitleidenschaft ziehen konnte. Weil er direkt in ihn eingeschlagen ist. Einschlagender Erfolg. Ja. Ein Eiche. Hey, Einschlag, I'm on your side. Ein Amethyst und das plötzliche Auftauchen eines alten Glockenturms. Ob es wohl einen Zusammenhang zwischen beiden gibt? Ist der totale Schwachsinn, Mann. Tja, Erlington scheint immerhin genauso im Dunkeln zu tappen wie ich. Trotz Blitzeinschlag. Und Kerzen. Apropos. Jener merkwürdige Blitzeinschlag war nicht das Ergebnis einer finsteren... Jener merkwürdige Blitzeinschlag war nicht ein Ergebnis finsterer Hexerei. Sondern von... Gewitter. Nun ja, das klingt einleuchtend. Das Gericht bittet die Zeugin nun fortzufahren. Okay, das ist so gemein. Wieder was, was nirgendwo hinge... Warte. Es dauert eine Sekunde. Okay. Aber das Gericht bittet die Zeugin fortzufahren. Aber ich will nicht weg! Moment mal.
Nick, Alter, lass mich endlich aussagen. Mach hin, sonst gibt's hier gleich geschmorten Larry. Die Staatsanwaltschaft würde den Angeklagten auch gern im Zeugenstand sehen. Ja.